Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen, Food Diary. Ich nehme euch ein paar Tage mit. Ich weiß jetzt noch gar nicht genau, wie viele Tage es am Ende sein werden. So zwei, drei, denke ich. Aber lasst euch mal überraschen. Ich muss mal schauen, wie lange ich Lust habe, euch mitzunehmen die nächsten Tage bei dem, was ich so esse. Ich habe aber schon vergessen, heute früh mein Frühstück abzufilmen für euch. Ich kann euch hier nur einen Insta-Post mal reinsetzen. Da gab es eben Grießbrei. Den habe ich mit ein bisschen Zimt verfeinert, dann solche kleinen Lebkuchenmännchen, wie ihr es sehen könnt, drauf gemacht. Und ich habe noch Apfelmus ungezuckerten dazu gegessen. Ja, das war sehr gut. Und ja, dann sehen wir uns jetzt dann auch schon gleich zum Mittagessen für euch wieder. Und ja, ach so, ich habe noch vergessen, euch ja einen schönen schönes Gucken wollte ich euch noch wünschen. Es gibt Mittagessen, yay! Ich habe eine rote Paprika, dann habe ich Lachsfilet und ein, oh, ich komme immer nicht auf den Namen, ihr wisst's, Kohlrabi. Genau. Jetzt überlege ich nur, ob ich die Paprika, vielleicht die Hälfte, mit zum Lachs mit reingebe, wenn ich den anbrate, mit Sojasauce. Ach so, Sojasauce habe ich hier auch noch. Und ich glaube, ich nehme noch, ja, jetzt kommt der Schrecken, der unaufgeräumte Schrank hier. Das, ja, sieht ein bisschen aus. Ich habe hier nämlich noch schwarzen Sesam und ich glaube, den könnte ich mir doch einfach dann mit auf den Lachs geben. Ein bisschen in der Pfanne braten, oder? Hinterher dann mal schauen. Auf jeden Fall mache ich den ein bisschen. Ja, dann würde ich jetzt mal anfangen mit Kochen. Und da ist mein leckerer Fisch. Oh mein Gott, wie gut der ausschaut, oder? Den lasse ich mir jetzt schmecken, schmecken. Dann habe ich ja noch ein bisschen Rohkost dazu. Ist ganz schön viel. Mal schauen, ob ich alles schaffe. Wenn nicht, esse ich, nachdem ich mit der Coco eine große Runde draußen war, noch ein bisschen. Und ich gehe später zum Rewe. Ich war Ewigkeiten bei keinem Rewe mehr, weil bei uns in der Gegend ist keiner, aber ich muss ein bisschen länger fahren. Dann gehe ich mal später zum Rewe nochmal mal wieder endlich einkaufen, beziehungsweise einfach mal schauen, was die so Neues haben, was Lidl natürlich nicht hat oder Edeka vielleicht auch nicht. Und vielleicht finde ich ein paar coole Sachen. Die seht ihr dann auf jeden Fall im Food Hall. Ich denke, ich weiß nicht, ob dieses Video, dieses Food Diary oder der Food Hall zuerst online kommt. Das schaue ich mal. Aber ich denke, der Food Hall. Also dann habt ihr den Rewe-Einkauf wahrscheinlich jetzt schon gesehen. Für mich liegt es noch in der Zukunft und ja, ich lasse mir das jetzt schmecken, meinen leckeren Fisch. Und danach wird eine große Runde mit der Coco rausgegangen. Als ich dann wieder zu Hause vom Spaziergang mit der Coco war, trank ich noch dieses Orangensaftglas. Das war super lecker, der Orangensaft. Zum Abendessen gab es dann diese Gemüseravioli vom Rossmann. Die waren aber leider nicht so lecker. Ich muss mal schauen, beim DM gibt es auch welche, ob die besser schmecken. Und als Abendsnack hatte ich noch ein paar von diesen gesalzenen Lay's Chips. Ihr Lieben, damit beende ich dieses Video auch.
Vielen, vielen lieben Dank für euer Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.